Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte meinen Computer abholen. Ich habe ihn letzte Woche zur Reparatur gegeben und er soll heute fertig sein. Hier ist der Abholzettel. Mal schauen. Er ist leider noch nicht fertig. Wir haben Probleme mit der Festplatte festgestellt und müssen das noch einmal genauer überprüfen. Ihr Computer wird leider erst am Donnerstag fertig sein. Aber ich habe wichtige Arbeiten, die nicht warten können. Hätten Sie vielleicht einen Ersatz bis Donnerstag? Wir können Ihnen für die Zwischenzeit einen Laptop geben. Würde Ihnen das weiterhelfen? Ja, das wäre eine Lösung. Vielen Dank. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Guten Tag, Herr Zegei. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Zegei, ich habe Sie zu einem Gespräch über Ihre berufliche Weiterbildung eingeladen. Sie haben ja Ihren Deutschkurs bald beendet. Was sind Ihre Pläne? Nun, ich bin ja schon länger hier in Deutschland und habe auch schon hier gearbeitet, und zwar in einer Bäckerei. Was haben Sie dort gemacht? Haben Sie verkauft oder auch in der Backstube gearbeitet? Nein, nur verkauft. Das hat mir Spaß gemacht. Aber dann habe ich die Arbeit verloren und den Kurs gemacht. Und jetzt suche ich Arbeit oder eine Ausbildung. Am liebsten würde ich Bäcker lernen. Es gibt Ausbildungsgänge zum Bäcker. Dort lernen Sie auch die Berufssprache. Und kann man dann leichte Arbeit finden? Auf jeden Fall. Dann bekommen Sie ein anerkanntes Diplom der Handwerkskammer. Ich gebe Ihnen mal Unterlagen über den Ausbildungsgang zum Bäcker mit. Dann kommen Sie nächste Woche vorbei und wir unterhalten uns weiter. Vielen Dank. Nummer 14 und 15. Hallo Yvonne, wie geht's euch? Hallo. Ach, eigentlich gut. Tobias kommt gut mit in der Schule, aber er liest einfach zu wenig. Du, im Nachbarschaftszentrum hat gerade eine Kinderbibliothek aufgemacht. Vielleicht ist das was für ihn. Dort gibt es Bilderbücher, Erzählungen, alles. Sie machen auch Veranstaltungen. Wo habe ich die Zeitung? Hier steht's. Zum Beispiel Vorlesen und Basteln, Filme im Traumkino und auch Lesungen mit Autoren. Das hört sich gut an. Wie teuer ist denn das? Bücherleihen kostet nichts. Nur für das Kino muss man 2 Euro bezahlen. Und du kannst die Bücher dort vorbeibringen, die du für Tobias gekauft hast und die er sowieso nicht mehr liest. Dann bekomme ich noch etwas Geld zurück? Nein, leider gibt es kein Geld dafür. Aber doch besser, als wenn man sie wegwirft. Und wann hat die Kinderbibliothek genau geöffnet? Warte mal, das steht hier irgendwo. Nummer 16 und 17. Guten Tag, sind Sie der Marktleiter? Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gestern diese Milch gekauft, aber sie ist nicht mal gut. Schauen Sie, das Haltbarkeitsdatum ist Montag, der 4. Oktober, aber heute ist der 8. Oktober. Oh, das tut mir leid. Haben Sie den Kassenzettel dabei? Ja, natürlich. Hier, bitte. Dann gebe ich Ihnen das Geld zurück. Oder möchten Sie lieber eine neue Milch? Nein, ich hätte gern das Geld zurück. Dann gehe ich mit Ihnen zur Kasse und Sie bekommen Ihr Geld. Machen wir das sofort. Wir schließen nämlich gleich. Vielen Dank. Ende von Teil 3.